Und damit willkommen zurück zu Der Untergang. Wir schalten nun zurück zu Mannys Führerbunker in Schloss Drakenhof. Das war ein Befehl! Unter allen ausgerechnet Kemmler! Hat er ja recht, Kemmler ist nicht da. Kemmler hat's hingerafft. Man muss die Stimme ein bisschen dunkler machen. Beim Manni-Führer. Beziehungsweise, das ist der Manifest. Aber gut. Also, was tun wir? Weil, ja, so schlimm ist es nicht, dass wir jetzt gleich untergehen. Aber es kann sehr schnell soweit kommen. Der Schlüssel zu unserem Niedergang und auch zu unserem Sieg, unserem möglichen, ist das Imperium. So sehr man es will oder auch nicht will. Denn sobald wir hier einen Zweifrontenkrieg haben und das Imperium mitmischt, sind wir komplett am Arsch. Wenn es nicht mitmischt, haben wir es trotzdem sehr schwer. Ja, was will ich nun tun? Das Klügste, was wir jetzt tatsächlich tun können, auch wenn es mir als gebürtiger Vampir hier so ziemlich zuwider ist, aber wir müssen uns mit dem Imperium zusammentun gegen die Zwerge. Wir müssen uns da irgendwie einschleimen. Und es geht nur mit Geld. Wie soll man das ansonsten schaffen? Ja, und da wir den Grad Balthasar nicht geben können, brauchen wir Finanzmittel. Wir haben nur 15 Abneigung bei denen. Geht die runter im Laufe der Zeit? Nee, die 40 bleiben hier. Warum haben die nur 15? Das geht sogar. Aber die große Macht ist halt kacke. Aber gut, wir könnten es trotzdem mit gut was an Zahlungen schaffen. Die Grenzgrafen, die führen ja eh schon Krieg mit den Zwergen und die sind auch nicht so ultramächtig. Also, auf die brauchen wir nicht zu hoffen. Estalia auch nicht. Also, es gibt im Prinzip nur noch das Imperium, worauf wir vertrauen können. Die Nordstämme können uns auch nicht effektiv helfen. Es ist das Imperium. Ah, toll, und sie gelten als unzuverlässig. Aber trotzdem müsste ich es versuchen. Nö, ich bin persönlich gekommen. Wir brauchen langsam eine langsam aufbauende Bündnispolitik. Das ist so das Letzte, was uns hier helfen kann. Hier wollten wir jetzt... Ach nee, du bist Roland der Listige. Hier wollten wir doch mit der Verstärkung kommen. Da waren die Slayer. Ich sehe schon, in was für einer tollen Lage wir aufgehört haben. Du konntest nicht zufällig noch irgendwas? Nee, nur ein paar normale Skelette. Aber die würden auch helfen für den Start. Mehr konnten wir eh nicht machen. Der Otto, komm, du machst hier tolle Sachen da unten. Ach so, stimmt, du bist ja nur ein vorübergehender Kommandant. Du wirst dann eh für mich in der Stadt irgendwie machen. Wer bist du? Ach, Metallhexe. Alles klar. Metal Witcher. What? Das klingt eher so irgendwie so wie so ein Zusatzfilm mit Geralt aus The Witcher, der irgendwie getötet wurde und dann so als Metal Witcher zurückkehrt. Als Halb-Cyborg so. Halb-Cyborg. Cyborg ist doch halb Mensch, halb Maschine. Was ist ein Halb-Cyborg? Ja, gut. Viertelmaschine. Halb-Cyborg, ey. Alter! Ihr Wichser! Haut ab! Das darf doch nicht wahr. Oh, nö! Nö! Boah, fuck. Oh, kommt schon! Was geht denn hier jetzt ab? Ich glaube, wir haben echt den Untergang, oder? Die Russ-Zwerge kommen. Super. Stell dich mal vor, wir hätten jetzt noch das Imperium auf dem Hals. Alter. Kosten für Toten erwecken. Kampf gegen Menschen brauche ich jetzt nicht. Kosten für Tote erwecken runter. Ist keine schlechte Idee. Könnte ich gebrauchen. Hier haben wir die Slayer-Armee. Hier haben wir eine andere Armee. Die könnten wir mit Vlad einkesseln. Krempel. Die Slayer sind das Problem. Du, wie weit kann er? Ja, er benutzt Tunnel. Er benutzt die Tunnels. Ich könnte ihn auch zum Nerven reinschicken nach Karak Ungor. Wollte ich das nicht sogar machen? Die Frage ist... Erstens, kriegen wir damit die Stadt geplündert?
Wenn der dadurch hin und wieder mal kurz seine Truppen abzieht, haben wir was gewonnen. Ich muss es probieren. Gehen wir dahin, bis wir... Ja, das müssten wir eigentlich stürmen können. Wir nehmen nur schnell noch ein bisschen Kanonenfutter, damit das Belagerungszeug schieben kann. So, Vlad, du bist ja komplett ausgebaut. Klar können wir da noch ein bisschen was Besseres draus machen, aber es geht schon so. Rekrutieren können wir ja gerade nicht. Ihr seid meine Nekromanten, die sowieso hier hoch wollten. Alles klar. Du wolltest... Wo wolltest du eigentlich hin? So war... Ja gut, es reicht ja, dass du hier hingehst. Ach nee, ups, das war die Linie hier. Aber du wolltest hier, wunderbar. Vorher brauchen wir, glaube ich, einen Kieslip auch gar nicht weiter. Passt so. Irgendwas zum Ausbauen? Nee, wir müssen jetzt Armee ausbilden. Schnell. Warum haben wir jetzt eigentlich nochmal alle Verfluchte ausgebildet hier? Bin ich wahnsinnig? Wollen wir hier auf die Schnelle irgendwas ausheben? Gut, wir haben jetzt gerade weniger Kosten darauf. Das sollten wir eigentlich machen, solange es geht. Ich glaube, die waren einfach dabei. Ich war dabei. Was haben wir hier eigentlich? Oh, die sind stark geschwächt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hat sich gereimt. Wir könnten auch einen Frieden mit den Zwergen aushandeln, aber... Nee. So sehr wie die mir auf den Sack gehen. Er hat nicht kapituliert. Noch kein Frieden ausgehandelt. Mach mal euch zweimal. Money auf Einkaufskurs, aufs Einkaufstour. Wie viel braucht man? Können wir uns, glaube ich, leisten. Ein Morteschrein nehmen wir auch mal mit. Ist nie verkehrt. Wir können es uns noch leisten. Wir hätten sogar einen kleinen Death Star so gesehen. Eine Kutsche können wir mitnehmen, aber da hätte ich doch lieber wieder Blutritter dabei. Nehmen wir Fluchritter mit Lanzen mit? Na gut, wir haben ja schon ein bisschen da. Haut eigentlich so weit hin. Leichen kann, die brauche ich nicht unbedingt. Ein paar Fledermäuse vielleicht tatsächlich, um ein paar Fernkampfeinheiten und Artillerie zu binden. Effektiv. Wenn wir das taktisch halbwegs clever anstellen, ist es gar nicht mal so verkehrt. Komm, dann machen wir ganz viele Fledermäuse noch mit. Da haben wir hier eine volle Armee mit Money. Und der kann sich eigentlich mal entgegenstellen. Während du hier bleibst, alter Falter, wir müssen hier überall gerade... uns anstrengen. Und wir können immer noch nicht dem Imperium Honig ums Maul schmieren, weil wir derzeit alles an Ressourcen dafür verwenden. Wenn wir hier Erfolg haben mit der Aktion, können wir vielleicht gut was plündern. Ich hoffe. Und wenn wir die Schlachten gewinnen, kriegt man eigentlich auch ganz gut Geld. Das darf man auch nicht vergessen. Du gehst mir jetzt... Ja... Hier kannst du nicht viel bewirken. Du kannst nichts rekrutieren. Du musst mal ganz kurz hier runter. Dich hier jetzt wegzuziehen. Du brauchst neue Gespenster, so schnell es geht. Ah, Waldenhof, ach du Scheiße, ich sehe es gerade. Super. Muss erstmal so. Ah, da ist halt ein Ereignis passiert und ich habe es weggeklickt wahrscheinlich. Klasse. Ja, ist gut. Mehr geht gerade nicht. Mann. So, the sheep come to debate with the shepherd. Very well. Erklärt mir bitte nicht den Krieg. Tut's mir nicht an. Scheiße, nein. Ich war ein paar Runden so spät mit dem Honig ums Maul schmieren. Verdammt. Ich brauche Frieden. Ich brauche den Frieden sofort. Das bringt mich um. Alter, nein! Ja, ich würde sagen, es sieht nicht toll aus. Fuck. Sehr viel mehr Diplomatie. Jetzt können wir denn sowieso keinen Honig mehr ums Maul schmieren, weil diplomatische Optionen haben wir nicht mehr, sobald die mir den Krieg erklärt haben. Super.
Das Teil hier wurde vernichtet. Ja, die sind jetzt gerade fertig da hinten. You dare approach me, vile beasts. Wir wollen auch keinen Frieden haben. Wir sind total am Anus. Gibt's irgendwas, was die nicht mögen? Die mögen auch die Zwerge nicht unbedingt. Verdammt, das würde sich so anbieten. Warum mussten die mir jetzt unbedingt den Krieg erklären? Wir können denen jetzt nicht mehr irgendwas schicken, um sie irgendwie zu bestechen oder so. Was soll ich jetzt machen? Ja, was sollen wir großartig machen, außer einem verzweifelten Verteidigungskrieg? Ne? Dark Magic is mine to command. Von daher greifen wir mal Krak Ungor an. Glorious Carnage. Komm, machen wir mal zwei Belagerungstürme in Rambok. Zwei Belagerungstürme. Reicht hoffentlich zeitlich. Junge, ich hab Gruftschrecken. Warmböcke. Können die Gruftschrecken nicht auch so Tore angreifen? War da nicht was? Wisst nicht, komm schon mit einem Rambok dann an. Da haben wir nur ein paar Slayer. Eigentlich müsste ich den jetzt schnell überfallen. Ich muss jetzt schnelle Siege holen. Mein Gott, bist du gut gelaunt. Wir müssen halt einen vernichtenden Sieg gegen das Imperium hinlegen. Um sie ein bisschen einzuschüchtern. Eventuell wollen sie dann wieder Frieden. Klamm. Otto von Karstein, da ist der Blutritter dabei. What? Ja, stimmt, ich erinnere mich. Holen wir noch ein paar Gespenster dazu, die können wir gebrauchen. Früher oder später. Ich speichere mal, aber nicht diesen Let's Play 2 Save. Ich weiß nicht, ich möchte euch dann vielleicht die Wahl lassen, ob wir vielleicht noch vor, als wir die Möglichkeit noch haben, mit dem Imperium Frieden zu schließen, ob wir da vielleicht irgendwann mal laden. Aber derzeit versuche ich es. Es wäre doof, wenn ich jetzt einfach laden würde. Okay. Der steht ja schon da, um hier Energie zu geben. Beschaffen. Haben wir da auch jemanden in dem Gebiet? Ja, haben wir. Hier haben wir einen. Ach, stimmt. Ich wollte hier einen haben. Und dort einen haben. So war das. Ah, das ist nicht gut. Genau jetzt, wo ich es verschreibe, wo ich sage, ja, jetzt müssten sie mir einen Krieg erklären. Haha, ja, genau. Fickt euch doch, ey. Schaut hier mit dem Ausbau aus. Ich war gerade dabei, hier so schön meine Wirtschaft überall aufzubauen. Verflucht, ey. Na, Mist, die Gebäude noch reparieren. Kostet zu viel? Kostet zu viel. Sehr schön. Es ist wunderbar. Warum müssen solche Events auch noch gerade hier passieren? Wartet mal. Vlad von Karstein. Vlad. I never fail. Das ist ein Stufe 1 Kommandant. Ach, den erreichen wir eh nicht. Super. No. Na, dann bleib da. Das ging nur mit Marsch. Klasse. Ey, Imperium, das ist so ein Scheißzug jetzt gerade. Ernsthaft. Ziehen sie sich wieder zurück. Wäre das meine Chance, vielleicht ein paar imperiale Gebiete schnell zu holen? Die können wir ganz gut plündern und besetzen. Jetzt wird mir gleich Zufbar weggenagelt.
Ist es schon kaputt? Ohne groß angegriffen zu werden, ja? Ein Tribut. Nö, 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 nö. Oh Gott, öffentliche Ordnung. Das kann ich gerade oben eigentlich nicht gebrauchen. 1000 Tribut. Dafür, dass... Ja, komm, wir brauchen da oben das stabil. Ich brauche jetzt keine Rebellion da oben. Das ist richtig kacke. Das steht nämlich wirklich kurz vor einer Rebellion. Oh Gott, überall plündern. Überall Plunderteig. Nein. Ich glaube, so ein Handelsabkommen mit dem Imperium könnte mir auch so viel bringen, aber... Nehmt doch mal Frieden an, Mann. Ich kann ja nicht mal irgendwie Zusatz, irgendwie Schmiergelder mit... Oh, doch, geht. Hm. Alles, was ich hab. Mehr hab ich nicht. Um Gottes Willen. You are not welcome. Oh Mann, ich brauch Geld. Ich brauch dringend Geld. Not in my name. Die Dringlichkeit meines Geldbedarfs ist unendlich. I will not disgrace my ancestors. Wir könnten das Ding hier jetzt stürmen schnell. Eventuell bringt's was. Was habt ihr hier an Verteidigung nochmal? Das könnte ja trotzdem knapp werden. Vor allem, weil sie noch einen zusätzlichen Helden haben. Langbärte, Bergwerker, die Musketenschützen und Armbrustschützen könnten gefährlich werden. Wir müssten einfach schnell zum Platz stürmen und den einnehmen. Könnte klappen. Jetzt bei Averheim eine große Materialschlacht zu betreiben. Der wird jetzt aber hier rumstehen und rumtrollen wollen. Was ist das hier für ein Gebiet überhaupt? Averheim plus Grenzstadt. Das könnten wir uns auch unter den Nagel reißen. Wenn wir den jetzt schnell Averheim wegluxen. Der hat einiges an Magiern. Das wird ein arg knappes Gefecht. Knappes. Jetzt sind halt diese scheiß Agenten noch hier. Wo ist meine Benji? Da, haben wir eine. Elise. Macht doch nicht so ein Gesicht. Was soll ich denn jetzt tun? Vlad, würdest du ihn erwischen? Du würdest ihn erwischen. Würde er sich den Kampf stellen, ist die Frage. Slayer, Langbärte, Musketenschützen. Die Musketenschützen könnten... Musketenschützen und Kanonen könnten wir nahezu perfekt mit den Fledermäusen binden. Während wir schnell mit unseren Wagis und den Flederbestien reinstürmen. Problem sind bloß die paar Slayer, die wir haben. Da muss ich wirklich Vlad persönlich eventuell drum kümmern. Und vielleicht noch... Ist der Morteschrein vielleicht keine große Einheit? Die drei Trupps Slayer machen mir halt echt Kopfzerbrechen. Das war nicht so schlimm wie hier, aber trotzdem doof. Wir müssen vielleicht mal kurz auf die Geisterarmee verzichten. Ihr seid vielleicht mal so ein kleines Backup hier gerade. Lord of the Night. Vielleicht kann ich euch noch zusätzlich nutzen, um hier irgendwas zu erreichen, aber... I grow impatient. Das helfen mir kannst du ja auch nicht holen. Ich muss gerade echt überlegen, was ich mache. Ein falscher Zug und wir sind Geschichte. Hier. Ach, die haben hier Krummgipfel eingenommen. Sich das richtig? Und nee, die hatten es, glaube ich, schon länger. Hier wurde Eichenhammer eingestampft. Alles klar. Ich glaube, unsere Geisterarmee hier könnte zumindest den Vormarschier ein bisschen aufhalten. So, jetzt möchte ich mal gucken, ob ich mit diesen 3000 zumindest das Imperium kurz ruhig stellen kann. Nimm alles, bitte. Immer noch niedrig, das gibt's doch nicht. Gut, dann nutze ich dieses Geld zumindest, um hier irgendwo ein bisschen die Wirtschaft zu pushen. Können wir schon senden? Noch nicht ganz. So, komm, ein bisschen näher ran.
So, jetzt bist du hier drüben, jetzt wirst du entsandt. Funktioniert doch bestimmt, oder? Ach, hier brauchen wir gar nicht mal unbedingt. Doch, hier könnten wir erhöhen. 2000, wenn du jetzt machst. 1600, na also. Wir brauchen jetzt dringend finanzielle Mittel. Und die 50 mehr auch. Beziehungsweise, das könnten wir auch noch machen. Machen wir zuerst das Schafott. Ist ein bisschen günstiger. Super. Imperium. Warum? Oh, scheiße, ich Idiot. Ich wollte doch angreifen. Ja, das war jetzt Kacke. Das ist das Problem, wenn man drüber nachdenkt, ob man das in dieser Folge noch macht. Weil ich hätte jetzt schon angegriffen, aber ich dachte mir, passt es noch in diese Folge rein? Nur deswegen habe ich nicht angegriffen. Oben jetzt bei der Zwergenstadt. Hätte ich eigentlich machen sollen. Alter Falter, leck mich doch am Arsch. Da wird jetzt hier oben unsere Armee vertrieben. Ja, wollen wir das jetzt laden? Es wäre eigentlich nur das Beste jetzt. Weil, wie gesagt, ich habe es nur vergessen, weil ich das nicht in dieser Folge machen wollte. Nicht, weil ich es jetzt wegen Dummheit vergessen habe. Na gut, ist am Ende jetzt ganz kurz, aber normalerweise hätte ich die Schlacht gemacht. Und zwar eigentlich so schnell wie möglich. Aber hey, ich werde die eh nicht. Na gut, dann hat sich's erledigt. Der Herr Kemmler ist wieder da. Das ist gut. Tatsache. Okay, dann hat sich das erledigt, der Gedanke. Aber hier in Essen ist gerade irgendwie Party. Party hart. Hält Essen lang genug? Wisst ihr was? Wir holen Manni dazu. Wir holen Vlad hierher. Wir machen jetzt mal Familienfest hier. Jetzt Essen direkt mit einem Kommandanten zu unterstützen, ist Selbstmord. Wir müssen hier auch mit allem kommen, was wir haben. Du zuerst, ja? Der Otto. Otto. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Ja, einfach ersetzen. Den können wir später nochmal holen. Hallo Heinrich. Schön, dass du wieder da bist. Elise, kannst du irgendwas Tolles machen? Ungrimmer Eisenfaust. Fuck. 25% Chance auf dem Attentat. Das wäre natürlich klasse, wenn das klappen würde. Die 2%, ja, die jucken mich nicht großartig. Du musst es versuchen. Diese 25% sind es mir eigentlich wert. Wenn es klappen würde, verdammt. Wenn es klappen würde, wäre das so schön. So, nochmal an die Zukunft denken. Denk doch an die Kinder. Ja. Wachstum, empirische Korruption. Oh, wir haben ein Plus, ein beliebter Plus. Ja, das haben wir durch das Event, aber an sich haben wir trotzdem ganz gut was. Ja, stimmt, wir machen das Schafott ja besser. Das macht nochmal die Ordnung höher. Steuersatz, bitte. Steuersatz, bitte. Haben wir ansonsten überall Steuersatz? Wachstum, empirische Korruption, scheiß drauf. Das habe ich vergessen umzustellen. Ja, bloß das haben wir... Oh Gott, das brauchen wir doch längst nicht mehr. Oh Gott, das hätte ich auch viel früher machen können. Oh Gott, können wir eigentlich noch viel rausholen im Prinzip? Gut, hier bin ich mal vorsichtig. Aber hier haben wir... Eigentlich schon cool mit der Rekrutierungskapazität, aber derzeit brauchen wir Knete. Wo es nur geht. Hier haben wir den Steuersatz. Na, da haben wir wenigstens mal nachgedacht. Das Mutland brauchen wir jetzt auch nicht mehr so dringend. Grenzgrafen, was? Wehe, ihr erklärt mir jetzt auch den Krieg und kommt hier rein, ey. Ich bin jetzt hier kein Partyhaus, dass das klar ist. Ich hoffe, wir verstehen uns. Das Ding, das kann jetzt auch noch warten. Wir brauchen mehr Steuern.
Letztes Aufgebot und so. Wir müssen jetzt nochmal überall eintreiben, wo es überhaupt nur geht. Mach ich gerne auf Sheriff. Ist schon wieder kein Geld mehr da. Holt mir den Steuereintreiber. So, mitten beim Untergang. Aber jetzt so oft, die wir erhöht haben, wir haben jetzt locker so 30% Steuern rausgeholt. Oh ja. Sag mal, habe ich Idiot etwas schon wieder vergessen? Wenn ich jetzt da oben weggefickt werde, habe ich es echt verdient. Also jetzt habe ich es tatsächlich aus Dummheit vergessen. Jetzt gebe ich es zu. Jetzt habe ich es aus Dummheit vergessen, da oben anzugreifen. Alter, nein. Jetzt kommen die hier rein. Ja, jetzt macht er mich hier platt. Das ist jetzt einfach nur aus Dummheit. Ich versuche mich mal zurückzuziehen. Na, jetzt wird er natürlich aufgerieben. Ja, das brauchen wir nicht großartig zu schlagen. Jetzt wird mir hier vernichtet mit Hellmann. Das war jetzt einfach nur aus Dummheit, weil ich ihn... Jetzt habe ich ihn wirklich aus Dummheit vergessen. Beim ersten Mal wirklich, weil ich die Aufnahme mal anders machen wollte. Die Schlacht. Das war jetzt aus reiner Dummheit. Aber hey, wir haben kurzzeitig bewirkt, dass hier Togrim mit seiner Armee hier oben vorbeigekommen ist. Was bewirkt hat es auf jeden Fall. Das Ding. Gut, wir hätten jetzt seine mannhafte Niederlage selbst mit ansehen sollen, aber wir hätten nicht sehr viel daran geändert, dass er hier vernichtend geschlagen wird. Frage ist, wie viel hätte ich hier geplündert? Na, jetzt haben wir auf jeden Fall was eingespart. Zufbar ist uns halt leider auch keine allzu große Hilfe mehr. Ah, die Tiermenschen könnten ja vielleicht echt noch ein bisschen nerven. Zufbar, bau doch mal was. Ah, jetzt brauche ich es irgendwie, dass ich hier die anderen... Hier, wie hießen sie? Tempelhof, dass ich die vernichtet habe, weil die waren immer so ein schönes Backup in der Mitte, die immer was geschickt haben. Ist super. Hauptsache, die Feinde haben jetzt ständig Erfolge hier. Nein! Get my act! Da. Ungrim Eisenfaust. Komm, das versuchen wir nochmal. Erfolg? Jawohl, Ungrim Eisenfaust weg. Das macht alles viel besser für die Schlacht, die jetzt kommt. Ja, super, Hellmann. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind die ja nicht in Reichweite, wo ich denn... Gut, der wird einen Ersatzkommandanten holen, der hoffentlich jetzt nicht so stark ist. Wenn ich jetzt hier angreife mit Mani... Kann ich gar nicht. Alles klar, na dann... Sag mal, willst du mich verarschen eigentlich, Manni? Was war denn das für eine Aktion? Na, dahinter kann ich nicht gehen. Ich muss wirklich diesen Weg lang reiten, den ganz langen außen rum. Okay, dann reite mal. Okay. Ey, fick dich doch, Junge. Meine Fresse. Das war jetzt gerade richtig die Trollerei. Natürlich. The time for talk is over. Make your demands. Schaut es überhaupt mit dem Friedensvertrag mit den Zwergen aus? Gut, da habe ich längst nicht nachdenken. Die sind halt einfach zu mächtig. Wir haben jetzt aber ganz gut Einnahmen dadurch, dass ein Zellmann Ghost weggefallen ist. Da ist auch nur auf der Staatskasse gelegen. Sich durchgefressen hier. Muss man ja mal gesagt haben. Komm, Korruption. Komm, das bringt zumindest ein bisschen mehr Steuereinnahmen, das zu machen. Hier in Volksgrad kriege ich gerade nichts, was unbedingt jetzt mein Einkommen erhöht. Das ist, hat gerade wirklich Priorität. Schmeiß mal wieder was ins Imperium rein. You are not welcome in my court, yet here you are. Friend or foe. Na, wie sieht's aus? ja, das wäre schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon geht. Ich hab's jetzt nicht so richtig, den Anfang. Das Problem ist irgendwie mit Geld, Schmiergelder hinzuschieben, das hat noch nie richtig funktioniert hier im Spiel. Ich versuch's mal eben noch schnell mit höherem Betrag. Ich kann nochmal das Gebäude hier einstellen. Nein! Seid ihr des Wahnsinns? Speak. I will hear you now. Ja, ich krieg schon mit. Hast du deine Tage, Manni? Ja.
ist einfach zum Kotzen. Da geht einfach nichts. Hier stehen jetzt alle rum und bohren in der Nase. Und hier stehen auch alle rum und bohren in der Nase. Hier. Was, bei mir ist gerade voll der freie Durchgang. Komm, dann machen wir das Gebäude höher. Vielleicht bringt es noch was. Super, super, super. Hab ich toll gemacht. Vor allem das oben mit Hellmann Gorst. Hätte man eigentlich echt Geld rausholen können aus dem Ding. Aber hey, alles klar. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.